Samson ist eine alttestamentarische Figur. Er hat irgendwo einfach durch seine Größe und durch seine Kraft hat er Feinde überwältigt. Und im Lungau ist es einzigartig, dass es den Samson gibt. Es gibt im Lungau 10 Samsone. 2 Samsone gibt es auch noch in der benachbarten Steiermark. Aber der Marienpfarrer Samson wurde in den 30er Jahren vom Kooperator Stöckel ins Leben gerufen. Der Samson, der Marienpfarrer, ist allerdings der größte vom Lungau. Er hat stolze 6,40 Meter und knapp 90 Kilo ist er schwer. Und getragen wird er heute übrigens von einem Neuling, kann man fast sagen, er hat erst ein paar Mal probiert, das ist der Peter Bacher. Und ihm gebührt jetzt einmal ein großer Applaus. Ja, für den Samson-Trager ist es heute natürlich eine große Prüfung, weil der Wind macht es natürlich nicht unbedingt einfacher. Man muss sich vorstellen, 90 Kilo auf den Schultern und 6 Meter noch drüber. Kann jeder das gerne mal probieren, wie das ist. Begleitet wird der Samson auch noch von 2 Zwergen. Einmal ein männliches und einmal ein weibliches. Eigentlich kann man sagen, sind sie nur 2 so Riesenköpfe. Aber die Zwerge, die haben im Lungau, glaube ich, jetzt nur 5 Samsone, die was den Samson begleiten. Und der Erdtanz, den was jetzt der Samson tanzt, der gilt allen Gästen, die hier sind. Und ich bitte die Musik dazu, bitte schön, Mann Olmrauschwitzer. Thank you.
Thank you.